Ein 68-jähriger Northeimer ist am Montagnachmittag mit seinem Auto bei Höckelheim gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde schwer verletzt und war in seinem Auto eingeklemmt. 30 Feuerwehrleute aus Northeim und Höckelheim mussten den Mann aus seinem VW Polo befreien. Der Mann war mit seinem Auto auf der B241 zwischen Northeim und Höckelheim unterwegs gewesen, als er aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum prallte. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 2000 Euro. Der 68-jährige Northeimer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Göttinger Klinikum gebracht. Die B241 war für eine Stunde voll gesperrt.